Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu Unravel und hier im Level Das Meer. Das ist der zweite Teil von Das Meer quasi. Ich habe die Folge aufgeteilt, weil das sonst zu lange gedauert hätte für eine Folge. Und wenn ihr die verpasst habt, schaut einfach auf meinem Kanal Das Meer Teil 1. Und ja, es geht jetzt weiter mit dem zweiten Teil. Da oben haben wir gesehen, da war eine Möwe. Da wollen wir doch mal hin, oder? Husch! Husch! Ah! Guck mal, die hat hier eine Muschel gegessen. Die kann man auf jeden Fall greifen. Wer weiß, wozu die gut ist. Ah, okay, kriegen wir die hier nicht runter. Doch, wir kriegen sie hier runtergeschoben. Ah, guck mal, wer da ist. Ups, hier bitte. Aha. Ja, guck mal, die sind so genial gemacht. Das sieht so schön aus. Guck mal, guckt euch das mal an. Das muss man einfach mal genießen, wie detailreich das ist. Guck mal hier. Nein! Okay, das war ein bisschen zu nah. Ein kleines bisschen zu viele Details, finde ich, für meinen Geschmack. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. So, einmal hier runter mit der Miesmuschel. Hier, du miesi Peter. Ich habe dir was zu essen mitgebracht. Hui! Okay, wir gehen am besten mal weiter, lassen ihn in Ruhe essen. Und genießen die frische Meeresbrise. Okay, da unten ist noch eine Krabbe. Da kommen wir also erstmal nicht hin. Boah, lauf! Okay, was haben wir jetzt bewirkt? Ich weiß es noch nicht. Ah, wir haben bewirkt, dass wir hier einen Faden dran bringen können. Dann können wir die Muscheln nämlich hier mitnehmen. Ich muss einfach jedes Mal stehen bleiben und gucken, wie toll das hier aussieht. Auch mit dem Wasser, mit der Sonne. Wahnsinn. Es tut mir leid, dass ich das so oft sage, aber es ist einfach so detailreich schön gemacht, dass... Glaube ich, findet man wirklich nicht bei vielen Spielen. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Oh, okay, na gut, dann verschwindet er komplett, auch gut. So, dann haben wir hier unseren nächsten Garnspeicherpunkt erreicht. Ah, okay, wir müssen hier direkt katapultmäßig hoch. Ist doch locker, oder? Hallo. Ah, eine Erinnerung. Was ist das? Ah, ist das, haben die ein Netz in der Hand? Sind die da irgendwie am Fischen oder was? Das sieht aus wie zwei... Kinder, die sitzen da und haben etwas... Das Rechte weiß ich nicht ganz genau, was das sein soll. Oder ein Rucksack vielleicht. Oh, oh. Das sieht aus, als wenn wir hier durch müssten. Oh, schneller. So, ich glaube, hier machen wir uns mal fest. Kann ja nie schaden. Und dann hier auch. Denke ich mal, müssen wir hier hoch, weil es glitzert. Das heißt, hier können wir ja hochgehen. Ah, guck mal, es schwimmt. Es schwimmt. Schneller. Weiter. Die Welle kommt ab. Yeah, Surfing. So, dann schieben wir das mal hier lang. Und jetzt. Tada. Habt ihr das gesehen?
Jetzt müssen wir das einfach weiterschieben. Boah, Welle, Welle, Achtung, Achtung. Boah. Das war knapp. Das war knapp, wir sind richtig nass geworden. Glück gehabt. Ich glaube, wir haben jetzt gerade richtig Glück gehabt. Wir machen uns mal hier fest, weil ich glaube, wir müssen noch von der Demo. Okay, das hat jetzt... da waren wir ein bisschen zu langsam, aber wir müssen... zu früh ins Wasser, zu früh ins Wasser. Okay, wir warten die Welle lieber ab. Die erste Welle, so viel Zeit muss sein. So, jetzt schön hier hoch. Okay, nochmal. Also hier fest. Aber hier fest. Katapult. Und nach oben. Hier können wir ja jetzt ohne Probleme drauf. Ein bisschen rumsurfen. Das macht Spaß. So, einmal den Hebel umlegen. So, hier fest. Dann einmal hier fest und jetzt warte ich noch mal kurz die nächste Welle ab. Lalalala. Balancieren ein bisschen in der Zeit. Und ach, das Ding ist schon da oben. Na super. Wir sind hier unten. Okay, dann einmal hier den Garn festbinden. Okay, gibt es da oben irgendwas? Nee, ne? Hier irgendwo eine Erinnerung gesehen? Nein, falls ihr hier zuschaut und Erinnerungen seht, die ich übersehe, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen. Wow! Verdammt, komm doch zurück. Warte mal, wir schieben es besser. Guck mal, wenn man hier drüber läuft. Hier ist ja wirklich an alles gedacht. Seht ihr das? Die Algen, die hier abfallen, wenn wir über das Ding laufen. Wahnsinn. So, warte, warte, liebes Boot. Ist das nötig? Das ist wahrscheinlich nur eine Hilfe, um hier hochzukommen gewesen. Der Angel, obwohl, hier. Nee, schade. Ich hätte gedacht, vielleicht hätte es ja hier so ein Geheimnis geben können. Wenn wir hier hochspringen, aber... Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Irgendwie würde ich gerne nach links runter, aber wir machen jetzt erstmal... So, wir lassen den jetzt mal da essen. Da ist aber nichts, oder? Nee, 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 da ist nichts zurück. Schade, ich hätte gedacht, da wäre jetzt irgendwie... Ah, lass mich ruhe, lass mich ruhe. Ah, komm. Wir kriegen es nicht weiter bewegt. Vielleicht in die andere Richtung. Nö, ich glaube, das muss so bleiben, oder? Klettern mal kurz hier hoch.
machen uns fest und schauen, gibt es hier vielleicht eine Erinnerung? Könnt ihr hier irgendwas glitzern sehen? Nee, ne? Hier ist keine Erinnerung, oder? Na gut, dann müssen wir weiter. Aber wohin? Ja, das war nicht gut. Das heißt, das war der Plan, der lief jetzt irgendwie schief. Also wir müssen das Ganze hier doch anders machen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir brauchen die Muschel. Nein! Ah, ich glaube, wir brauchen die Muschel, um die Krabbe hier ins Wasser zu führen, um auf der Krabbe drauf zu laufen. Ich glaube, wir setzen uns mal hin und starten das noch. Das Ganze nochmal von hier. Und irgendwie müssen wir... Nee. Aha, okay, wir müssen das also irgendwie... Na komm. Kriegen wir das da jetzt... Ich mach mich mal hier fest. Einfach mal gucken, ob das für irgendwas bringt. Okay. Wir haben die Verriegelung. Aha. Na geh. Geh, kleine Krabbe. Hui. Vielen Dank. Das war doch, hat uns doch schon viel weiter geholfen. Ganzen versteckten Goodies. Au! Na gut, ich dachte, hier wäre vielleicht was, aber... Ich glaube, nach links bringt nichts mehr, oder? Wird es wohl nichts mehr geben. Das sieht jetzt aus, als würden wir ein bisschen Action erleben, oder? Okay, wir haben es nicht geschafft, an den Haken zu kommen, aber das holen wir nach. Er kommt. Oh, okay. Ich glaube, da starten wir nochmal neu. Vielleicht haben wir ja Glück. Das war knapp. Wir starten nochmal. Wir haben es geschafft. Jetzt ist die Frage, hätten wir uns dort oben... Aha, die Frage wird sich mir immer stellen. Hätten wir uns dort oben festmachen sollen. Aber ich glaube, ich habe da unten nichts gesehen. Aber ich bin zu neugierig. Naja, hier ist doch nichts. Aber wir haben es geschafft, wieder an den Haken zu kommen. Und schwingen uns einfach weiter. Hui. Guck mal, hier unten auch nichts. Obwohl das schwer nach einem Versteck aussieht. Hier gehen wir doch mal hoch. Binden uns mal hier fest. Ah, guck mal hier.
Okay. Warum auch immer wir uns hier schwingen können, aber... Ah, das können wir auch nicht greifen. Ah, ich habe gedacht, wir kommen da vielleicht irgendwie hoch, aber... Hilfe, 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 Hilfe! Ja, das ist klar, dass ihr mich haben wollt. Aber da müsst ihr früher aufstehen. Reißen würde. Komm. 1, 2, 3. Nicht. Geht nicht kaputt. Oh oh. Nein. Ah, er hat mich. Er hat mich. Au. Warum die immer so gemein sein müssen und einen hier... Okay, ich glaube, die Taktik ist einfach... Es gibt keine Taktik. Unten ist auch nichts, okay. Haha, ihr habt es gedacht, oder? Ihr habt gedacht, ihr kriegt mich. Oder habt ihr falsch gedacht? Ich werde jetzt ein bisschen Schwung holen, Freunde, und dann könnt ihr mal sehen, was wir hier an Taktik drauf haben. So, ein bisschen mehr Seil. Und schwingen. Perfekt. Ich glaube, mehr gab es da nicht zu holen, oder? Ich habe keine Erinnerung gesehen, wir dort vergessen haben. Warte mal. Ah, wir müssen hier hoch. Wir müssen den Faden um den Balken binden, damit wir das wie so eine Art Flaschenzug jetzt hier aufkriegen und damit die Tür auf bleibt. Jetzt nochmal. Komm, schnell! Warum klappt das nicht? Okay, wir kommen hier noch nicht rein. Ah, jetzt. Okay, wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viel Faden verschwendet. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen so aufziehen. Guck mal. Natürlich. Hoffentlich kommen wir jetzt noch. Ja, kommen wir noch. Yeah, und jetzt kommt wieder das tolle Motorboot. Das fand ich in der Demo schon auch richtig cool. Aber wir gehen jetzt erstmal hier oben hin. Wow. Machen mal uns hier fest. Und springen. Warum? Wofür man die auch hier immer braucht? Ah, stimmt. Dafür war das. Genau, um hier oben dran zu kommen. Ganz schön düster hier. So, ich mache mich hier oben fest. Nur sicherheitshalber, denn ich will mich mal hier ablassen. Und schauen, ob es hier unten vielleicht noch irgendein Geheimnis gibt. Aber ich glaube nicht, ne? Hier gibt es nur das tiefe Meer. Also würde ich sagen, schwingen wir uns noch mal ein bisschen nach rechts. Mal schauen, ob wir da was finden. Da ist nämlich noch ein Haken. Jetzt nochmal fest und schwingen uns nochmal nach rechts. Da muss es doch noch Geheimnisse geben, oder? Zum Glück haben wir den Faden da drum gewickelt. Siehst du, da ist ein Geheimnis.
glaube, das hatte ich in der Demo auch nicht. Ha. Jetzt sind wir doch glücklich. Jetzt können wir Motorboot fahren gehen. So, dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich weiß es gar nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge wir jetzt hier... Ah. Oder müssen wir jetzt das hier nochmal losmachen? Ja, so war das. Oh, wir starten gleich. Haltet euch fest. Und einmal die Seile durchtrennen. Und los geht's. Auf geht die Fahrt. Auf dem Boot. Komm, wir gehen nach vorne. My heart will go on. Oh, das war's schon. Gucken wir nochmal, ob es hier irgendein Geheimnis gibt. Das hat doch Spaß gemacht. Einmal Speedboot fahren. Auch Jani freut sich. Guck mal, kann er das Boot wegschieben? Boah, ganz schön starker Jani. Guck mal, wie der läuft. Der ist total happy, wieder richtigen festen Boden unter den Füßen zu haben. Ah. Lift Boy. Wir haben es geschafft. Wir haben den Fisch. Wir haben das Meerlevel. Oh, guck mal, er setzt sich hin mit seinem Fisch, umarmt ihn. Das hat doch mal richtig Spaß gemacht, das Level hat, wie ihr sehen könnt, ja auch einiges schon, also schon fast doppelt so lang gedauert wie das erste. Und hier fügt Jani die Erinnerung zum Buch zu. Und ich habe es ja im ersten Level gesagt, wir schauen uns jetzt immer am Ende des jeweiligen Levels hier auch das Buch an und gucken, was es dazu gibt. Das Meer. Manche Orte liegen weit, weit von allen Sorgen und Problemen entfernt. Sie sind Schätze. Jetzt blättern wir weiter und gucken uns mal die Bilder an. Und hier sehen wir schon die Kinder, die den Drachen steigen lassen haben. Hier das Meer. Guck mal, hier sind das rechts Quallen, die ans Meer gespült worden sind. Wow, die haben wir gar nicht gesehen, oder? Quallen gab es nicht. Links ein Tauchermädchen. Ach, guck mal da. Das war ein Eimer, den wir gesehen haben in der Erinnerung. Ich hatte ja vermutet, das wäre irgendwie ein Netz. Ein süßer kleiner Krebs, zumindest hier auf dem Foto. Jani fand ihn nicht so süß, aber wir haben es ja überlebt. Und da ist der Fisch, den wir gesucht haben. Ja, und jetzt ist das Buch wieder leer. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, im nächsten Level. Was das sein wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ich freue mich auf euren Besuch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.